Hallo, ich wünsche euch ein wunderbares Jetzt. Es gibt Bücher, die, wenn man sie zum passenden Zeitpunkt liest, nicht nur ein paar neue Impulse mitgeben, sondern das eigene Leben komplett wandeln können. Mir ging es auf jeden Fall mit einigen Büchern in meinem Leben so und der Beginn eines neuen Jahres bringt ja auch noch eine gewisse Aufbruchsstimmung mit sich. Deshalb sind hier drei Bücher für euch, die mein Leben extrem geprägt haben und das Potenzial bieten, auch euch die Tür zu einem neuen Lebensgefühl zu öffnen. Beginnen möchte ich mit einem Buch, das ich erst Ende 2022 intensiv durchgearbeitet habe. Mit Sicherheit sagt euch der Name Wim Hof etwas. Wim Hof ist bekannt als der Iceman und er hat viele Weltrekorde aufgestellt, von denen die meisten eben mit dem Aushalten extremer Kälte zusammenhängen. Er hat beispielsweise mal fast 2 Stunden in einem Eisbad verbracht. 2 Stunden, das ist Wahnsinn. Für Ungeübte ist es schon nach wenigen Sekunden unerträglich. Und damit wären wir auch schon beim Thema, denn Wim Hof hat, wie er selbst sagt, keine übermenschlichen Kräfte. Jeder kann das Aushalten von Kälte trainieren. Im Buch Die Wim Hof Methode werden diese Techniken genauer erklärt. Und warum stelle ich euch dieses Buch vor? Naja, es geht dabei nicht nur darum, kälteresistenter zu werden oder irgendwelche Rekorde aufzustellen. Diese Techniken sind ein Segen für Körper und Geist. Das habe ich nun bereits selbst erfahren dürfen. Unser moderner Lebensstil bringt viele Vorteile mit sich, aber unser Körper wird so auch nicht mehr auf natürliche Weise gefordert. Im Buch geht Wim Hof darauf ein, dass wir somit unser Gefäßsystem nicht mehr ausreichend stimulieren. In unserem Körper verlaufen etwa 100.000 Kilometer an Blutgefäßen. Diese transportieren über das Blut Sauerstoff in den Körper hinein und Kohlendioxid wieder hinaus. Durch den Kältereiz können wir die Blutgefäße wieder arbeiten lassen, was besonders Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugt. Die häufigste Todesursache der heutigen Gesellschaft. Die Kälte hat aber auch noch viele weitere positive Wirkungen auf Körper und Geist, die ich in einem weiteren Video noch genauer thematisieren werde. Und für meine mentale Leistungsfähigkeit war die Wim Hof Methode ein absoluter Gamechanger. Ich habe das Gefühl, weniger Schlaf zu benötigen, konnte meine Leistung beim Joggen in kürzester Zeit um ein Vielfaches steigern und fühle mich allgemein motivierter und fitter. Wie sehr da die kalten Duschen ihren Einfluss haben, kann ich natürlich nicht genau beziffern, aber es hat definitiv einiges dazu beigetragen. Im nächsten Jahr kommt noch ein ausführliches Video über die Kraft der Kälte, denn ich habe meinen Prozess da ein wenig dokumentiert und mir noch ein paar konkrete Challenges gestellt, die ich im Januar in Angriff nehmen werde. Als nächstes möchte ich euch ein Buch ans Herz legen, das vielleicht etwas ungewöhnlich in dieser Reihe von Empfehlungen wirkt. Denn es ist kein Buch, das Lebensglück, mentale Gesundheit oder Produktivität zum Thema hat. Dieses Buch beschreibt die Entwicklung der Menschheit von ihren Anfängen bis zum heutigen Beherrscher der Erde. Und es geht damit einer entscheidenden Frage auf den Grund, die für jeden von uns von großer Bedeutung ist. Was hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind? Ganz besonders bleibt ein Ereignis der Menschheitsgeschichte in Erinnerung: der Beginn der Landwirtschaft. Hier hat der Mensch das erste Mal massiv seine Umwelt zu seinem Vorteil genutzt und verändert. Er hat begonnen, sich von seiner natürlichen Umgebung zu entfremden. Auch unser soziales Zusammenleben hat sich völlig gewandelt, bis zu einem Punkt, wie wir ihn heute erleben. Räumlich völlig getrennt von anderen Menschen, teilweise gänzlich allein zwischen 4 Wänden, abgeschottet vom Rest der Welt. Es geht mir damit nicht darum zu sagen, zurück zu den Anfängen, wir müssen wieder Jäger und Sammler werden, alles seit der landwirtschaftlichen Revolution war eine Fehlentwicklung. So möchte ich das persönlich nicht betrachten. Aber es knüpft ein wenig an die Gedanken an, die auch bei Wim Hof aufkommen. Wir haben uns sehr, sehr weit von unserer natürlichen Lebensweise entfernt. Und das hat zum einen gesundheitliche Konsequenzen, die wir durch die moderne Medizin zwar ausgleichen oder sogar verbessern, allerdings zum Preis einer weiteren Abhängigkeit. Zum anderen hat es aber auch massiven Einfluss auf unsere Psyche. Man spricht heutzutage ja schon von einer Epidemie der psychischen Erkrankungen. Die Erkenntnisse aus diesem Buch knüpfen auch an ein Video an, das ich schon vor einigen Jahren gemacht habe. Es war eine Reaktion auf die Doku von Arte, eine überschätzte Spezies. Die Doku ist wirklich genial, aber ein Aspekt schien mir völlig außer Acht gelassen zu werden und damit bei manchen zu falschen Schlussfolgerungen zu führen. Denn es ist nicht zu leugnen, dass der Mensch tatsächlich zum Schrecken des Ökosystems geworden ist und das Überleben vieler Arten oder ganzer Lebensräume von seinem Wohlwollen abhängen.
Der Mensch ist theoretisch eine Art wie jeder andere auf der Erde, aber praktisch betrachtet hat er nun mal massiven Einfluss auf das ökologische Gleichgewicht des Planeten. Wir dürfen unsere Fähigkeit zu schöpferischem Handeln nicht unterschätzen, sondern müssen sie neu entdecken und uns unserer Verantwortung bewusst werden. Dazu hat dieses Buch von Yuval Noah Harari für mich einen großen Teil beigetragen. Zum Schluss noch ein Buch, das wirklich jeder unbedingt gelesen haben sollte. Denn hier geht es allgemein darum, wie man ein erfülltes Leben genießen kann. Und es ist viel mehr als ein klassischer Lebensratgeber. Es steht aus guten Gründen auf der Liste der 33 Bücher, die man gelesen haben sollte, bevor man 30 wird. Auf dieser Liste von der Online-Zeitung The Independent stehen Namen wie Camus, Dostojewski und Tolstoi und eben auch das Buch Flow von Mihaly Csikszentmihalyi. Von Flow hat man ja irgendwie schon mal gehört. Im Flow zu sein, damit kann jeder irgendwie was anfangen. Es ist das Gefühl, voll und ganz in einer Sache aufzugehen. Dieser Bewusstseinszustand hat das Potenzial, unser Leben zu verändern. Es stellt sich besonders dann ein, wenn eine Tätigkeit die perfekte Balance aus Herausforderung und Machbarkeit bietet. Wenn es also eine anspruchsvolle Aufgabe ist, die du aber bewältigen kannst. Und entscheidend ist nun, dass jede Aufgabe das Potenzial bietet, in einem Flow-Zustand erlebt zu werden. Achtsamkeit hilft, die Vielschichtigkeit jeder einzelnen Erfahrung freizulegen, auch wenn sie noch so simpel, routinemäßig und langweilig erscheint, wie zum Beispiel ein einfacher Spaziergang. Durch die ständige Reizüberflutung, der wir ausgesetzt sind, erscheinen solche einfachen Tätigkeiten als reizlos und monoton. Doch jede Handlung bietet eine unbegreifliche Fülle, und die gilt es zu entdecken. In diesem Buch werden unsere modernen Lebensumstände klar analysiert und dazu eben auch Verbesserungsvorschläge vorgestellt. Man bekommt viele gute und ganz wichtig auch fundierte Tipps, wie das eigene Leben von mehr Leidenschaft durchdrungen werden kann, wie und warum man sich Ziele setzen sollte, und das Buch bezieht sich auch auf viele Anekdoten berühmter Persönlichkeiten, um von ihren Erfolgen lernen zu können. Die Links zu allen Büchern findet ihr natürlich in der Beschreibung und wenn ihr interessiert seid an weiteren Buchempfehlungen, abonniert gerne meinen kostenlosen Newsletter. Den verschicke ich jeden Freitag und da gibt es dann immer so meine Themen und Empfehlungen der Woche und auch immer wieder ein paar All-Time-Favorites. Abgesehen von Büchern übrigens auch Filme, Serien, Apps oder Artikel, die ich entdeckt habe, eben das, was mich so beschäftigt. Im letzten Video habe ich darüber gesprochen, wie Bücherlesen unser Gehirn verändert und auch meine persönliche Geschichte erzählt, wie ich zum Bücherwurm wurde, obwohl ich als Kind und Jugendlicher überhaupt nichts damit anfangen konnte. Schaut da gerne mal rein, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und ansonsten wünsche ich euch von Herzen einen tollen Start in das neue Jahr, viel Erfolg bei all euren Vorhaben, eine Menge unvergesslicher Momente und am allerwichtigsten, erfreut euch an eurer Existenz.